Was? Du willst wirklich mit mir ganz Schluss machen? Du machst doch sonst nur so halbe Sachen. Ist es wegen dieses Flittchens? Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ja, für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Ich mache hier einen Ganzschluss. Julia ist nicht das Flittchen, für das du sie hältst. Sie hat mich noch nie betrogen. So, zurück zur Musik. Mit Schlussbildungen sind in aller Regel Abschnittsenden gemeint. Es ist nicht unbedingt das Ende an sich gemeint, sondern es sind immer nur solche Abschnitte, wie sie beispielsweise auftreten am Ende einer Phrase oder eines Vordersatzes, eines Nachsatzes. All diese Abschnitte werden ganz häufig mit solchen Schlussklauseln gebildet. Von diesen Schlussbildungen gibt es eine ganze Reihe. Eine nennt sich Ganzschluss und die ist so definiert, dass der Schlussakkord in jedem Fall eine Tonika ist. Ganz häufig ist das die Verbindung dominante Tonika. Es gibt aber auch die Verbindung subdominante Tonika. Die haben bloß mehr oder weniger komplizierte Namen. Die Verbindung dominante Tonika, die nennt man einen authentischen Ganzschluss. Die mit der Subdominante, das ist ein sogenannter plagaler Schluss. Bei dem authentischen Schluss, also die Verbindung dominante Tonika, gibt es jetzt noch zwei Unterscheidungen. Und zwar unterscheidet man den sogenannten unvollkommenen Schluss als auch den vollkommenen Schluss. Das unterscheidet sich insofern, als bei dem vollkommenen Schluss ist am Schluss der Schlusston tatsächlich in Oktavlage. Das heißt also, wenn wir hier in C-Dur sind, ist das der Grundton C, der im Sopran liegt. Alle anderen Möglichkeiten, nämlich die Terz- oder die Quintlage, hier habe ich jetzt mal die Terzlage ausgewählt, das bezeichnet man dann eben als unvollkommenen Schluss. Das können wir uns auch mal anhören. Als vollkommener Ganzschluss hört es sich so an. Als Vergleich dazu auch nochmal ein Ganzschluss, aber jetzt der plagale Schluss, das heißt die Verbindung subdominante Tonika. Ich habe jetzt hier spaßeshalber bei dem Musikbeispiel nochmal eine Tonika davor gesetzt, weil das eine ganz übliche Wendung ist, die man im Gehör hat. Und hier habe ich das Ganze noch einmal zusammengetragen. Ganzschlüsse sind also der Schluss auf der Tonika. Davon gibt es zwei Stück, nämlich einmal den authentischen Schluss, das ist die Verbindung dominante Tonika, als auch plagal, das ist die Verbindung subdominante Tonika. Und bei dem authentischen, da gibt es noch die Unterscheidung zwischen vollkommenem und unvollkommenem Ganzschluss, wobei das richtig Vollkommene ist, wenn der Grundton im Sopran liegt, das nennt man Oktavlage. Alle anderen Möglichkeiten werden dann eben als unvollkommener Ganzschluss bezeichnet. So, eine ganz andere Kategorie, das sind die sogenannten Halbschlüsse. Und zwar ist dort der Ton, der den Schluss markiert, die Dominante. Halbschluss bedeutet also einen Schluss auf der Dominante und vorangeht ganz häufig dann eben in diesem Fall die Tonika. Das hört sich dann folgendermaßen an. Ganz allgemein merkt man also, wenn die Dominante am Ende steht, hat das Ganze also einen öffnenden Charakter. Unmöglich kann ein Musikstück so zu Ende gehen. Deswegen wird beispielsweise ein Vordersatz mit einem Halbschluss ganz häufig beschlossen. Ein Sonderfall des Halbschlusses, darauf möchte ich auch noch hinweisen, ist der sogenannte phrygische Halbschluss. Und zwar ist das Entscheidende dieser kleine Sekundenschritt. Kleine Sekunde von F nach E. Und wenn die Dominante hier so erreicht wird, dann nennt man das einen phrygischen Schluss. Ich habe das jetzt hier mal jenseits von aller Satzführung und Stimmführung einfach mal so aufgeschrieben. Die Akkordfolge hört sich dann so an. Das ist so eine Akkordfolge, wie man sie manchmal aus Flamenco oder ähnlichen Stücken kennt, also was ein bisschen spanisch angehaucht ist. Da kommt das Ganze relativ häufig vor. Und dann wären wir auch schon beim Trugschluss. Und um den Trugschluss zu verstehen, habe ich einmal links jetzt hier eine in Anführungsstriche normale Kadenz aufgeschrieben. Die hört sich so an.
Und im Vergleich dazu wird man merken, dass beim Trugschluss die Hörerwartung nach der Dominante, also nach dem vorletzten Akkord, getäuscht wird. Man erwartet eigentlich als Auflösung am Schluss die Tonika und diese Erwartung wird getäuscht und stattdessen erscheint die Tonika-Parallele. Die hört sich dann so an. Und wem das mit den Abschnitten nicht so ganz klar ist, dem möchte ich das anhand dieses Beispiels noch einmal zeigen. Also wir haben hier das Beethoven-Stückchen Oder an die Freude, den Auszug mit dem Holzhammer harmonisiert. In Wirklichkeit geht das alles ein bisschen eleganter ab, aber wir sehen, das ist hier ein Abschnitt, hier endet der Vordersatz. Und wenn man das so harmonisiert, dann wäre hier mit C-Dur wäre die Tonika und G-Dur wäre die Dominante. Das ist also ein Halbschluss. An dieser Stelle, Vordersatz wird mit dem Halbschluss beschlossen. Da-d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 a. Und hier endet das Ganze mit einem Ganzschluss. Hier ist G-Dur als Dominante und C-Dur als Tonika. Das ist also ein Ganzschluss. Im Sopran liegt hier auch noch das C, also wäre es ein vollkommener Ganzschluss. Das war's für heute für die Schlüsse. Vielen Dank fürs Zuschauen.